Aachen, Kaiserstadt im Herzen von Europa, bis heute bekannt für Tuch- und Nadelindustrie. Im 19. Jahrhundert ist die Stadt eine der ersten, die die Industrialisierung erreicht. Zahlreiche Fabriken werden gebaut, auch in der Innenstadt. Für die Menschen bedeutet das, sie haben Arbeit. Aber die Lebensbedingungen, vor allem für die einfachen Arbeiter, sind hart. Oft teilt sich eine Familie ein Zimmer, es ist dunkel und eng. Noch heute findet man Spuren davon in Aachen. In diesem Haus lebten auf engstem Raum 80 Menschen und teilten sich wenige Toiletten im Hof. Krankheiten grassieren, auch die Cholera. Ein Holzkreuz erinnert an die Opfer, die hier vor den Toren Aachens bestattet wurden. Zahlreiche Gläubige kümmern sich um die Schwachen und Kranken. Und auch der Aachener Arzt Heinrich Hahn nimmt sich der Menschen am Rande der Gesellschaft an. Er versteht seinen Dienst am Kranken über alle Standesgrenzen hinweg und behandelt manch einen sogar kostenlos, obwohl er hier im Zentrum von Aachen in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Der Aachener Weihbischof Johannes Bündgens hat sich über viele Jahre mit der Persönlichkeit Heinrich Hahns und den Umständen seiner Zeit beschäftigt. Erstmal war es rein körperlich eine ganz schwere Sache. Viele seiner Ärztekollegen sind gestorben, Cholera, Tuberkulose. Man hatte keine Medikamente, keine Therapien gegen diese großen Infektionskrankheiten. Heinrich Hahn hat selbst schwere Krankheitsphasen durchgemacht. Und dann gab es natürlich die Widerstände von den Bürgerlichen, von den Wohlhabenden, von den Traditionellen, die eben diese neuen Herausforderungen gar nicht so sahen. Bei einem seiner Krankenbesuche entdeckt Heinrich Hahn durch Zufall die Missionsannalen des Vereins zur Verbreitung des Glaubens. Gründerin dieses weltweit ersten Missionsvereins in Lyon ist die Französin Pauline Jaricot. Nach ihrem Vorbild soll ein Missionsverein in Aachen entstehen, beschließt Heinrich Hahn. Sein Glaube treibt ihn an. Heinrich Hahn hat sich durch seinen großen Eifer ausgezeichnet. Er hat in religiösen Vereinen, Bruderschaften, Gebetsvereinigungen mitgemacht und hat dann so seine eigene Überzeugung als Laie, als Familienvater, als engagiertes Glied in der christlichen Gemeinde entwickelt, dass eben der Glaube nicht nur in Frömmigkeit und Gebet gelebt wird, sondern im sozialen Engagement für die Proletarier, für die Benachteiligten seiner Zeit. Im Archiv des internationalen Hilfswerkes Missio in Aachen macht sich Johannes Bündgens auf Spurensuche und entdeckt einen Briefwechsel aus dem Jahr 1832 zwischen Hahn und dem Erzbischof von Köln. Er zeigt, mit welchem Nachdruck der Aachener Arzt seine Idee verteidigt. Von Seiten der Kirche schlägt ihm Skepsis entgegen. Sie will die Katholiken im eigenen Land stärken und nicht in Übersee aktiv werden. Doch genau dafür setzt sich Heinrich Hahn ein. Das Missionsverständnis hat sich geändert. Heinrich Hahn hatte sicher aus unserer Sicht naive Vorstellungen, die Neger in Afrika und die kulturelle Dominanz Europas, das hat bis ins 20. Jahrhundert gedauert, die Vorstellung, wir bringen ihnen alle Errungenschaften der Wissenschaft und der Technik und dann eben auch den Glauben an den guten Gott und die Bibel. Aber es war eine echte Liebe zu diesen Menschen, es war ein Eifer des Glaubens, sicher auch Widerstand. Auch die Katholiken in Preußen lebten letztlich in einer unfreien Situation, sie waren bedrückt. Und sie wollten eben den Missionaren, die so etwas Ähnliches erfuhren, Mut machen und sich mit ihnen solidarisch zeigen. 1837 erreicht Heinrich Hahn sein Ziel. Die Errichtungsurkunde belegt die Gründung der Franziskus-Xaverius-Bruderschaft, aus der sich später das internationale Missionswerk Missio entwickelt. Die Bewegung breitet sich rasch aus, auch über Aachen hinaus. 1882 stirbt Heinrich Hahn. Auf dem Aachener Ostfriedhof ist er in einem Familiengrab beigesetzt. Damit sein Engagement nicht in Vergessenheit gerät, setzt sich im Auftrag des Bistums Johannes Bündgens seit einigen Jahren dafür ein, dass der Arzt selig gesprochen wird. Die intensive Begegnung mit dem gläubigen Hahn hat Spuren hinterlassen. Ich habe an ihm gelernt, wie man ganz unbefangen, selbstbewusst und irgendwie auch fröhlich Christ ist, katholisch ist. Er hat sich das nie zum Problem gemacht. Das war für ihn die selbstverständliche Quelle, aus der er gelebt hat. Er hat immer Kraft daraus geschöpft, aus der Eucharistie, aus dem Gebet, aus der Verbundenheit mit seiner Pfarre und seiner Ortskirche. Und ich finde das sehr ermutigend, dass jemand ohne zu viele Skrupel und Gewissensqualen aus dieser Mitte seines Glaubens lebt und das auch deutlich macht, auch öffentlich sagt, das nicht verschämt in eine private Nische drückt, sondern zu allen
deutlich sagt, das ist eben meine Inspiration und dafür trete ich ein und darum engagiere ich mich für Mission und soziale Gerechtigkeit. Auch wenn Heinrich Hahn dies vor fast 200 Jahren nicht ahnen konnte, aus seinem unerschütterlichen Glauben heraus ist eine lebendige Hilfsorganisation entstanden, die in allen Teilen der Welt aktiv ist und für die der Glaube ein fester Grundstein ist.